Eine Stimme, die so komisch ist, dass sie diesem Schauspieler eine Rolle im Star-Wars-Universum gekostet hat? Eine begehrte Superheldenrolle wegen eines möglichen Spitznamens abgelehnt? Die Leute in Hollywood können kalt, grausam, nachtragend und manchmal unpünktlich sein. Olivia Wilde hat in den letzten Jahren einen rasanten Aufstieg in der A-Liste erlebt. Mit Rollen in von der Kritik gefeierten Filmen wie Vigilante und Der Fall von Richard Jewell und Lob für ihr Regiedebüt Booksmart. Allerdings hat sie auch viele Stunden damit verbracht, für Rollen vorzusprechen, bei denen sie manchmal gescheitert ist. Ein bemerkenswerter Verlust für Wilde war die Rolle, die Margot Robbie schließlich zum Star machte, in Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street. Howard Stern fragte Wilde in einem Interview 2016, ob sie jemals eine Rolle verloren habe, weil die Produzenten sie für zu attraktiv hielten. Wilde antwortete, sie erinnerte sich, dass sie für einen Film abgelehnt wurde, weil sie zu anspruchsvoll war. Sie erinnerte sich, ich dachte, oh, das klingt nett. Und dann habe ich später herausgefunden, dass sie tatsächlich alt gesagt haben. Ich würde gern ein Übersetzungsblatt für Hollywood machen, das alle Rückmeldungen enthält, die man von seinen Agenten bekommt und was sie wirklich bedeuten. Oh. Now I feel foolish. Später verriet Wilde, dass es sich bei dem Film um The Wolf of Wall Street handelte und dass sie zum Zeitpunkt des Vorsprechens 29 Jahre alt war. Sie fuhr fort, dass sich diese Erfahrung letztendlich als vorteilhaft erwies, da sie eine Verbindung zu Sources herstellte, die dazu führte, dass sie sich der Besetzung seiner kurzlebigen HBO-Serie Vinyl anschloss. Es zeigt, dass wenn man etwas nicht bekommt, ob Vorstellungsgespräch oder was auch immer man für seinen Lebensunterhalt tut, es zu etwas anderem führen kann. Superhero thing. Why'd you do that? I was trying to see if you have the tingle thing. I have the tingle thing, just not for bread. Nach der triumphalen Rückkehr von Andrew Garfield als Spider-Man in Spider-Man No Way Home haben sich viele Fans gefragt, warum er die Marvel-Filmreihe überhaupt verlassen hat. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus mehreren Gründen. Von den schlechten Einspielergebnissen zwischen seinen beiden Spidey-Filmen bis hin zu seiner erwachsenen Enttäuschung über die Darstellung der Figur. Der unbedeutendste Grund, der zu seiner Entlassung führte, wurde jedoch im Rahmen des berüchtigten Hacks interner E-Mails bei Sony im Jahr 2014 aufgedeckt. Garfield sollte 2014 bei einer Sony-Veranstaltung in Rio de Janeiro auftreten. Der damalige Vorsitzende des Studios, Kazuo Hirai, plante, ihn als Hauptdarsteller von The Amazing Spider-Man 3 anzukündigen, der für 2016 geplant war. Doch obwohl Garfield nach Rio kam, erschien er nicht zu der Veranstaltung, da er aufgrund des Jetlags müde war. Daraufhin musste Hirai in letzter Minute umdisponieren und die Ankündigung streichen. Der Unmut des Vorsitzenden wurde in seiner durchgesickerten E-Mail deutlich. Hier sind wir etwa eine Stunde vor unserer Gala-Veranstaltung und Andrew entscheidet, dass er nicht teilnehmen möchte. Er hat einen ziemlich struppigen Bart und will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Obwohl der genaue Grund für seine Entlassung nie bestätigt wurde, trennten sich die Wege von Garfield und Sony schon bald nach dem Zwischenfall in Rio. Witcher-Star Henry Cavill hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er gerne den ersten Martin als James Bond fahren würde, nachdem Daniel Craig als 007 in den Ruhestand gegangen ist. Im Jahr 2020 sagte er gegenüber GQ, dass er die Gelegenheit gerne wahrnehmen würde, wenn die James-Bond-Produzenten daran interessiert wären, dass er das Erbe antritt. Cavill hat sich jedoch bereits 2006 für die Rolle des ikonischen Geheimagenten beworben und laut einem Interview mit Men's Health US im Jahr 2021, dass die meisten Schauspieler eher erschüttert als aufgewühlt zurücklassen dürfte. In dem Artikel von Men's Health sagte Cavill, dass er für Bond vorgesprochen hat, bevor Daniel Craig die Rolle in Casino Royale von 2006 übernommen hat. Cavill sagte, er sei einer der Finalisten für die Rolle gewesen, das heißt, bis er bei den Probeaufnahmen nur ein Badehandtuch tragen musste. Er erzählte, ich erinnere mich, dass der Regisseur Martin Campbell sagte, du siehst ein bisschen pummelig aus, Henry. Obwohl Cavill schon als Kind wegen seines Gewichts gehänselt wurde, nahm er die Kommentare gelassen hin. Er sagte, ich bin froh, dass Martin etwas gesagt hat, denn ich reagiere gut auf die Wahrheit. Sie hilft mir, besser zu werden. The truth about you is beautiful. Wie Fans des dystopischen Films V wie Vendetta aus dem Jahr 2005 wissen, war der britische Schauspieler James Purefoy ursprünglich für die Rolle des titelgebenden Antihelden vorgesehen, der eine totalitäre Regierung im zukünftigen England terrorisiert. Er verließ die Rolle nach 3 Wochen Dreharbeiten, da er angeblich Schwierigkeiten hatte, die für die Figur typische Guy Fawkes-Maske zu tragen. Regisseur James McTighieu spielte in einem Interview mit CBR.com darauf an und sagte, es ist schwierig, jemanden in eine Maske zu stecken.
Der Schauspieler Hugo Weaving, der Purefoy als V ersetzte, deutete in einem Interview ebenfalls an, dass die Maske die Ursache des Problems war. Er sagte, ich war sehr überrascht, als ich den Anruf erhielt. Nun, wir haben uns von James Purefoy getrennt. Es hatte mit der Animation der Maske zu tun und sie waren der Meinung, dass es nicht funktioniert. In einem Interview mit Total Film schien Purefoy diese Behauptung jedoch zu widerlegen und sagte, das einzige Gerücht, das ich aus dieser Welt schaffen kann, ist, dass jeder, der denkt, ich sei zu zimperlich, um eine Maske zu tragen, völlig falsch liegt. Außerdem wies Purefoy Gerüchte zurück, wonach Produzent Joel Silver ihn entlassen habe, weil seine Stimme nicht bedrohlich genug gewesen sei und behauptete, man habe sich nur wegen kreativer Differenzen getrennt. Welche Version ist richtig? Darüber lässt sich noch streiten. Vorsprechen können für jeden Darsteller ein schwieriger Prozess sein. Wenn sie die Rolle nicht bekommen, wird ihnen oder ihrer Vertretung manchmal von den Filmemachern mitgeteilt, warum sie nicht die richtigen für die Rolle waren. Für viele Schauspieler kann dies ein schneller Tritt in die Magengrube und ein echter Dämpfer für das Selbstvertrauen sein, das man braucht, um in diesem Bereich zu arbeiten. Jeder Schauspieler sollte sich jedoch mit der Tatsache trösten, dass selbst einige der Größten ihres Fachs aus unbedeutenden, ja geradezu unhöflichen Gründen abgelehnt wurden. Ein typisches Beispiel: Oscar-Preisträgerin Meryl Streep, wohl eine der größten Schauspielerinnen in der Geschichte des Films und sicherlich die am meisten ausgezeichnete. Im Jahr 1976 wurde sie zum Vorsprechen für die hochkarätige Neuverfilmung von King Kong vom Produzent Dino De Laurentiis eingeladen. Doch wie sie 2015 bei einem Auftritt in The Graham Norton Show erklärte, endete ihr Vorsprechen fast so schnell, wie es begonnen hatte. Der Sohn von De Laurentiis bat sie, für die Rolle von Gwen vorzusprechen, die schließlich von Jessica Lange gespielt wurde. Als Streep im Produktionsbüro ankam, fand sie jedoch schnell heraus, dass sie nicht das war, was der erfahrene Produzent im Sinn hatte. The father said to his son in Italian, because I understand Italian, he said, "Che brutta. You know, why do you bring me this ugly thing?" Letztendlich hatte Streep das Nachsehen. Kong war ein Flop an den Kinokassen, während sie 1978 in Die durch die Hölle gehen auftrat, der ihr die erste von 21 Oscar-Nominierungen einbrachte. I'm sorry, I'm not beautiful enough to be in King Kong. Obwohl Paul Bettany am besten für Filme wie The Da Vinci Code, Sakrileg und Solo, A Star Wars Story, sowie für seine Rolle als Vision im MCU bekannt ist, war er bis 2001 hauptsächlich ein englischer Bühnen- und Fernsehschauspieler. Während dieser Zeit wurde er für die Rolle des Emmett, Reese Witherspoons romantisches Interesse in Natürlich Blond, in Betracht gezogen. In einem Bericht der New York Times aus dem Jahr 2021 über die Geschichte von Natürlich Blond sagte der Castingdirektor Joseph Middleton, dass es einen fatalen Fehler gab, Bettany für die Rolle des Emmett zu besetzen. Ich hätte Paul Bettany für die Rolle des Emmett sehr gerne gehabt, aber er war Brite und die Produzenten waren der Meinung, dass es ein echter Amerikaner sein müsse. Tell me you're joking. Obwohl Bettany nicht in einem ewigen Publikumshit mitspielen konnte, bekam er noch im selben Jahr die Rolle des Geoffrey Chaucer in Ritter aus Leidenschaft. Dies führte zu einer erfolgreichen Karriere in Hollywood mit Filmen wie A Beautiful Mind und Master and Commander bis ans Ende der Welt. Im Jahr 2000 war Russell Crowe mit einem Oscar für Gladiator und Filmerfolgen wie L.A. Confidential und The Insider einer der größten Stars in Hollywood. Auch die X-Men waren auf dem Weg, zum ersten Mal die Leinwand zu erobern, wobei die Lieblingsfigur Wolverine vielleicht die begehrteste Rolle überhaupt war. Da lag es nahe, dass der reizbare, wutentbrannte Mutant und der Schauspieler, der dafür bekannt ist, jähzornige, wutentbrannte Charaktere zu spielen, aufeinandertrafen. Doch letztendlich lehnte der Australier die Rolle aus merkwürdigen Gründen ab. Während eines Auftritts in der Tagesfernsehsendung Fitzy and Whipper im Jahr 2017 wurde Crowe gefragt, warum er die Rolle des Wolverine in X-Men abgelehnt habe. Der Schauspieler war die erste Wahl von Regisseur Bryan Singer, um den kultigen Marvel-Mutanten zu spielen. Aber wie Crowe erklärte, hatte er bereits in Gladiator die Nase voll von Wölfen. Wenn ihr euch erinnert, hat Maximus einen Wolf in der Mitte seines Panzers. Außerdem hat er einen Wolf als Begleiter, was ich damals für eine größere Sache hielt. Also sagte ich nein, weil ich nicht wolfig sein wollte, wie Mr. Wolf. Wie Crowe später herausfand, hat Gladiator-Regisseur Ridley Scott einen Großteil der Wolfsanspielungen aus der Endfassung gestrichen. Allerdings hat Crowes Verlust auch etwas Gutes. Er schlug seinen australischen Schauspielkollegen Hugh Jackman für die Rolle des Wolverine vor und half so seinem Landsmann, eine der großen ikonischen Rollen des 21. Jahrhunderts zu kreieren. I am Spider-Man and I've really messed up. Wait. You're being serious right now? Mm-hmm. You're not joking with me, like you're 100% serious, because it's not funny. Im Jahr 2021 erinnert sich der Schauspieler Tom Holland an ein sehr wichtiges Vorsprechen in einer Folge der YouTube-Serie Hot Ones, das durch Gelächter zunichte gemacht wurde.
Während er sein Bestes gab, um eine Vielzahl von scharfen Soßen zu ertragen, erinnerte sich Holland daran, dass sein Vorsprechen für die Rolle des Finn in Star Wars – Das Erwachen der Macht von seiner Szenenpartnerin ruiniert wurde, die einen Droiden verkörperte. Holland erklärte, ich erinnere mich nur daran, wie ich dachte, dass diese Dame auf keinen Fall den Text des Roboters mir gegenüber lesen würde, denn das wäre einfach nur albern. Aber sie hat den Text gelesen und Holland konnte sich kaum zurückhalten. Er fügte hinzu, diese Dame, Gott segne sie, saß da voller Hingabe und sagte beep boop, beep boop. Infolgedessen konnte Holland das Vorsprechen nicht ernst nehmen. Er bekam einen Kicheranfall und konnte einfach nicht aufhören zu lachen. Zwar wurde er nicht Teil des Star Wars Franchise, dafür bekam Holland aber die begehrte Rolle des Spider-Man, was vielleicht der größte Trostpreis überhaupt ist.